Es ist schon ein imposantes Bild, wenn sich der Festzug, angeführt von der Stadtkapelle Traun, von der Feuerwehrzentrale Richtung Kirchenplatz, in Bewegung setzt. Und für einen ist dieser Floriani-Kirchgang ein ganz besonderer, obwohl er ihn schon x-mal miterlebt hat. Die Rede ist vom Abschnittsbrandinspektor Oskar Reitberger Junior, der kürzlich das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Traun übernommen hat. Ja, natürlich ist das ein besonderes Gefühl, also überhaupt, wenn man die Atmosphäre, also die mit der Untermalung der Stadtkapelle Traun, die Marschmusik, die 100 Feuerwehrleute hinter sich, das Rote Kreuz, die Wasserrettung, also das ist schon ein Gänsehautgefühl. Ja. So wie bei vielen seiner Kameraden hat das Feuerwehrwesen auch bei Oskar Reitberger eine lange Familientradition. Ja, es war mein Großvater schon bei der Feuerwehr, allerdings nicht in Traun leider. Mein Vater ist seit Jahren in Traun bei der Feuerwehr, war auch langjähriges Kommandomitglied in Traun bei der Feuerwehr, ist mittlerweile im Abschnitts- und Bezirkskommando tätig. Ja, und so haben wir gar nicht recht was aussuchen können, also es war mir in die Wiege gelegt. Der neue Kommandant ist mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Nicht nur ehrenamtlich, er ist auch Berufsfeuerwehrmann in Linz. Ein Vorteil, den er mit einigen anderen Mitgliedern der Feuerwehr Traun teilt. Also wir haben verschiedenste berufliche Feuerwehrleute, angefangen vom Flughafen, über Chemiepark Linz und Föstfeuerwehr. Also wir haben sehr viele Leute, die beruflich quasi bei der Feuerwehr sind und da ziehen wir natürlich für die Freiwilligkeit auch einen sehr großen Nutzen. Und davon profitiert wieder die Bevölkerung, bei der die Freiwillige Feuerwehr Traun ein sehr hohes Ansehen hat. Und auch mit den Stadtpolitikern steht man im besten Einvernehmen. Also wir sind da, Gott sei Dank muss ich sagen, parteifrei, so soll es auch sein. Und wir pflegen die Kontakte in alle Richtungen und da sind wir wirklich sehr stolz und froh darüber, dass das so gut funktioniert. Und es kann einfach, also wenn es so bleibt, dann ist das ein Traum. Bei rund 400 Einsätzen im Jahr erlebt ein Feuerwehrmann im Laufe seiner Karriere auch so manch Schönes, das lange, wenn nicht für immer, in Erinnerung bleibt. Ein sehr positives Ereignis für mich war einmal, wie wir zwei Kinder und deren Mutter aus einer brennenden Wohnung retten haben können, also mit relativ leichten Rauchgasvergiftungen. Und wie ich dann in der rauchfreien Zone im Stirnhaus gesehen habe, also wie das kleine Kind ausschaut, das war ein Jahr alt, was ich da ausgetragen habe. Also das war für mich damals schon, also sieht man, das ist jetzt für mich immer noch in Erinnerung geblieben. Und das ist aber mittlerweile, 22 Jahre aus. Damit auch weiterhin die Einsätze so glimpflich verlaufen, bitten die Floriani-Jünger bei der Heiligen Messe um den Beistand ihres Schutzpatrons. Mit dabei auch Oskar Reitbergers Vorgänger Werner Hellriegel, der die Feuerwehr seit 1999 als Kommandant geleitet hat und bei der letzten Vollversammlung mit einem lachenden und einem weinenden Auge seinen Abschied genommen hat. Ich habe das wirklich vorbereitet. 5 Jahre, kann man schon sagen, war die Vorbereitung schon im Gange. Und es ist einfach wichtig, dass wieder eine junge Mannschaft jetzt sagen hat und das ist ganz wichtig. Natürlich ist ein bisschen auch ein Weinendes dabei, aber es hat sich schon gegeben mittlerweile. Ich habe ja andere Sachen auch noch, was ich mache, aber ich bin natürlich weiterhin ein Teil der Feuerwehr. Auch für Werner Hellriegel hat die Arbeit bei der Feuerwehr einen großen Teil seines Lebens ausgemacht. Das war wirklich ein Teil meines Lebens und ein absolut schöner Teil. Viel Kameradschaft, viel Freunde. Habe auch überall anschaffen dürfen, was ich gern gemacht habe überall. Und ja, ich gehe heute noch jeden Tag zur Feuerwehr. Zwar nicht mehr so lang wie früher, aber ich schaue zumindest hin, was tut sie, was macht sie. Und ja, ist mein Leben einfach. Zu seinem Abschied wurde Werner Hellriegel mit dem Feuerwehrverdienstkreuz 3. Stufe des Landes Oberösterreich ausgezeichnet. Außerdem wurde er zum Ehrenjugendbetreuer ernannt. Im Rahmen der Fahrzeugsegnung, im Anschluss an die Messe, erhält er auch noch ein Dekret, das ihm die Würde eines Ehrenabschnitts Brandinspektor erteilt. Ja, es ist eine absolut besondere Auszeichnung. Das Dekret kriegt man nicht einfach so. Man muss sowieso zumindest einmal 50 Jahre sein. Man muss zumindest 2 Perioden ein Kommando geführt haben, sonst kriegt man das nicht. Und nachher muss man dann ansuchen und dann wird das eben, ja, sagen die ja oder nein, man kriegt das oder nicht. Sonst hätte ich einen Mannschaftsdienst gekriegt. So kann man meinen Dienstgrad, was ich bis jetzt gehabt habe, nur dass ich heute den Vorsatz Ehrenabschnittsbrandinspektor davor habe. Feuerwehrkurat Magister Hans-Jörg Peters und Stadtpfarrer Magister Franz Wild
übernehmen dann die Fahrzeugsegnung des neuen Kommandofahrzeuges und des neuen Rotkreuzwagens. Gemeinsam mit der Feuerwehr Fahrzeuge zu segnen, hat bereits Tradition. Und es ist ein sehr schöner Anlass, eben gemeinsam die Fahrzeuge segnen zu lassen von unserem Stadtpfarrer, Magister Franz Wild, der das in bewährter Manier bestens vornimmt. Und es ist, gibt trotzdem eine gewisse Sicherheit. Man weiß, dieses Fahrzeug wurde von Gottes Segen begleitet. Und die Mannschaft begrüßt diese Aktion sehr, sehr. Und es zeigt die Verbundenheit des Roten Kreuzes mit der Feuerwehr. Alleine schon dadurch, dass wir gemeinsam in einem Einsatzzentrum sind, die Feuerwehr und das Rote Kreuz, sind wir eine große Familie. Aber auch die Polizei Traun, die ganz stark auch mit uns verbunden ist, so sind wir drei Einsatzorganisationen eine große Einsatzfamilie und das ist schön in Traun so. Schön in Traun ist auch, dass bei vielen feierlichen Anlässen die Stadtkapelle mit dabei ist. Ebenfalls freiwillig und ehrenamtlich. Ist alles freiwillig, geschieht alles in der Freizeit, auch die ganze Stadtkapelle ist alles freiwillig. Ja, es ist unsere Hauptsaison, ist der Frühling, sprich April bis Ende Juni ungefähr. Und da spielt sich jedes Wochenende was ab. Und nicht zu vergessen, die Proben. Wöchentlich eine Probe mindestens und wenn dann Konzerte oder Wertungsspiele, so Marschwertung und so anstehen, dann kann es schon vorkommen, dass zwei Proben auch darunter sind. Besonders stolz sowohl auf die Stadtkapelle als auch auf die Einsatzorganisationen ist Trauns Bürgermeister Ingenieur Harald Seidel. Ja, die machen nicht nur alles freiwillig, die machen vor allem ihre Arbeit mit einem besonderen Herz und mit einer besonderen Begeisterung. Und wenn man heute diese beiden Einsatzfahrzeuge sieht, die beiden Fahrzeuge des Roten Kreuzes und der Feuerwehr, da sieht man einfach, dass eine Gemeinschaft beieinander ist, die einer Ehe gleichkommt. Und das wird das ganze Jahr über gelebt und auf das bin ich als Bürgermeister natürlich ganz besonders stolz. Und dankbar für den unermüdlichen Einsatz. Ja, sicherlich. Ich habe mehrmals im Jahr die Möglichkeit, Danke zu sagen. Aber bei einer derartigen Veranstaltung wie der Florianemesse, wo man heute eindrucksvoll ein Zeichen setzt, ist das natürlich ganz besonders schön.